Wird Ihnen präsentiert von Die Joyaux, mein Pool. Wir befinden uns nun auf der Viper 233. Für das Vordeck ist ein großes Sonnenpolster verfügbar, das auch einknüpfbar ist, damit es auf dem Vordeck liegen bleiben kann. Wenn ich nun die besonders breite Treppe runterkomme, befinde ich mich im Cockpit, ausgestattet mit einem Axiom 7 Raymarine Kartenplottergerät. Beide Pilotensitze bieten viel Halt, sind um 360 Grad drehbar und auch nach vorne und nach hinten verschiebbar, inklusive des Flip-Up-Sitzes. Im Cockpit lässt sich dementsprechend natürlich dann auch der gewohnte Viper Echtholz-Teak-Tisch installieren mit der rechtwinkligen Seitenfußmontage. Sehr einfache Handhabung, damit es auch schnell geht für den Mittagsbrunch. Der breite Aufgang nach oben ist zugleich auch die breite Tür nach unten. In dieser Schlupfkabine haben zwei Personen Platz und im gesamten Cockpit sowie auch in dem Bereich unten ist es natürlich auch möglich, C-Deck zu verlegen. In diesem Boot haben wir den Volvo Penta V6 mit 240 PS verbaut. Die Besonderheit dieses Motors ist, dass er über eine getrennte Zweikreiskühlung verfügt und eine verstellbare Nockenwelle hat. Mit dieser Motorisierung erreicht das Boot Geschwindigkeiten von bis zu 75 km/h. Dieses Boot mit dieser Ausstattung pendelt sich um die 70.000 Euro ein und erfüllt, denke ich, die Wünsche des Interessenten. Wurde Ihnen präsentiert von Die Joyaux, mein Pool.